Hier gerade in diesem Moment aufgerufen, die Aktuelle Stunde beantragt von den Grünen zum Klimaschutz und alles weitere jetzt hier vom ersten Redner Oliver Grischer für die Grünen. Es ist plötzlich wieder, es wird nichts abgeschaltet, der Kohlekraftwerkspark in Deutschland bleibt unangetastet. Und meine Damen und Herren, ich hätte mich mal sehr gefreut, heute bei dieser Aktuellen Stunde die beiden Minister hier zu diesem Thema zu hören. Aber beide sind nicht anwesend. Wir erleben eine Debatte bei den Champagnerempfängen der deutschen Wirtschaft, aber nicht im Deutschen Bundestag dazu. Meine Damen und Herren, und das ist nicht in Ordnung. Und ich sage Ihnen, ich bin ganz ehrlich gesagt fassungslos, dass der Wirtschaftsminister einer der Bundesrepublik Deutschland selbst glaubt oder zumindest davon redet, dass die Zukunft des Wirtschaftsstandortes Deutschlands an Kraftwerken hängt, die zur Zeit von Ludwig Erhard gebaut worden sind. Das ist alles schon ein bisschen länger her. Und wir haben in Deutschland Überkapazitäten. Und das Problem ist doch, dass wir nicht genug Kohlekraftwerke haben, sondern das Problem dieser alten Methusalem-Kraftwerke ist, dass sie rund um die Uhr laufen und moderne Gaskraftwerke aus dem Markt drängen, Kraft-Wärme-Kopplung aus dem Markt drängen und dass wir damit klimaschonende, effiziente und flexible Kraftwerkskapazitäten nicht zum Zug kommen. Und meine Damen und Herren, das kann doch nicht sein. Das ist keine Energiewende. Das steht allem zugegen, was wir eigentlich wollen, meine Damen und Herren. Und ich frage mich, was ist das eigentlich für ein Signal, das wir da in die Welt setzen? Nicht nur, dass deutsche Kraftwerksemissionen steigen, dass das wieder nach oben geht, dass wir längst die Vorreiterrolle im Klimaschutz verloren haben. Es ist jetzt soweit, dass die ersten Betreiber ernsthaft überlegen, hocheffiziente, vorhandene Kraftwerke in Deutschland abzubauen, weil sie nicht gegen die Methusalem-Anlagen konkurrieren können. Ja, was ist das für ein Signal, was wir da setzen? Ist das die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Deutschland, dass wir auf Kraftwerkstechnologien unserer Großväter bauen? Das kann doch nicht sein, meine Damen und Herren. Und deshalb sage ich, die Herausnahme von Kraftwerkskapazitäten aus den 60er und 70er Jahren, der Strukturwandel im fossilen Kraftwerkspark, und darum geht es, meine Damen und Herren, das ist nicht nur eine Frage des Klimaschutzes, sondern das ist auch die Frage für ein zukunftsfähiges Strommarktdesign und das ist auch ein notwendiger Beitrag für die Energiewende und ich betone ganz bewusst auch für den Atomausstieg. Das gehört zusammen, das sind zwei Seiten von einer Medaille. Und jetzt haben wir ja die Situation, dass das Klimaschutzziel wahrscheinlich nicht erreicht werden kann. Und Barbara Hendricks hat ein Sofortprogramm, ein mittelfristiges Sofortprogramm, das heißt jetzt Aktionsprogramm, vorgelegt. Und ehrlich gesagt, das kennen wir seit gestern. Wenn ich da reingucke, da weiß ich nicht, ob ich lachen oder weinen soll, meine Damen und Herren. Die großen Brocken, Kohlekraftwerke, Gebäudesanierung, Verkehr, die werden gar nicht angepackt. Und dann sieht man da so schöne Sachen wie 1 Million Elektrofahrzeuge, die bringen eine bestimmte Ersparnis in Millionen Tonnen. Dabei haben Sie überhaupt keine Maßnahmen bisher vorgelegt und auch nichts in petto, wie Sie diese 1 Million Elektrofahrzeuge bis 2020 denn erreichen wollen. Und so können Sie das in allen Bereichen durchdeklinieren. Sie betreiben eine Schönfärberei und Schönrechnerei in einer Art und Weise mit Maßnahmen, die mit nichts hinterlegt sind. Meine Damen und Herren, das ist nicht seriös. Das ist keine Klimaschutzpolitik. Das ist das exakte Gegenteil davon. Und ich sage Ihnen, das Sammelsurium, das Sie was vorlegen, das enthält da noch weiteres, von nett bis skurril. Da werden tatsächlich dann Fahrerlehrgänge mit einem Klimaschutzbeitrag belegt. Ich habe ja dann nur noch erwartet, dass plötzlich das Pullover-Promotion-Programm, damit die Leute bei kälteren Wohnungen nicht so viel CO2 ausstoßen, dass das auch noch als Maßnahme kommt. Meine Damen und Herren, das, was Sie da vorgelegt haben, das ist ein Jahr Große Koalition, endet da, kommt wieder da an, wo Philipp Rösler bei der letzten Wahl aufgehört hat. Das ist die Realität Ihrer Klimaschutzpolitik, meine Damen und Herren. Anders kann man es nicht sagen. Und ich kann Ihnen nur eines sagen.
Wir werden das nicht durchgehen lassen. Wir werden Ihnen diese Schönrechnerei, diese Simulation von Klimaschutzpolitik nicht durchgehen lassen. Das werden wir weiter problematisieren. Wir werden von Ihnen verlangen, dass Sie bis am 3.12. ein tatsächliches Maßnahmenprogramm vorlegen. Das, was Sie jetzt machen, hat mit Klimaschutz rein gar nichts zu tun. Das ist Klimazerstörung, und das ist auch das exakte Gegenteil von Energiewende. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Das sagt Oliver Grischer, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, die hierüber debattieren wollten in dieser Aktuellen Stunde. Und er hat es gesagt, Barbara Hendricks, die Bundesumweltministerin, hat gestern ein Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 in die Ressortabstimmung gegeben, was dann am 3. Dezember im Kabinett verabschiedet werden soll. Andreas Jung, jetzt hier der nächste Redner für die CDU-CSU-Fraktion. Hier auf den Punkt zu kommen. Und genau darum geht es auch bei dem Klimaziel. Wir haben in Deutschland übrigens fraktionsübergreifend dieses Ziel formuliert und für gut geheißen, bis 2020 die CO2-Reduktion um 40% gegenüber 1990 zu reduzieren. Das ist Ausdruck unserer besonderen Verantwortung, die wir haben als ein großer Emittent, als der größte Emittent innerhalb der Europäischen Union. Es ist Ausdruck unserer Vorreiterrolle, und unsere Botschaft ist klar: Es gibt kein Vertun. Dieses Ziel gilt, es muss erreicht werden, und deshalb werden wir beim Klimaschutz noch mal einen Zahn zulegen. Wir werden noch mal eine Schippe drauflegen. Und Herr Grischer, jetzt sagen Sie, und da muss ich mich wundern, jetzt sind wir uns doch einig, dass man hier die eine oder andere Frage noch zu diskutieren hat auf dem Weg zum 3. Dezember. Wir haben jetzt gerade mal die Einleitung der Ressortabstimmung. Aber hier zu behaupten, da würde nichts drin liegen in diesem Programm zum Thema Gebäudesanierung, zum Thema Energieeffizienz, ich finde, das geht an der Wirklichkeit, das geht an der Wahrheit total vorbei. Ich bin im Gegenteil der Auffassung. Und wir haben immer gesagt, wir wollen hier einen besonderen Schwerpunkt legen bei der Energieeffizienz, weil da in der Vergangenheit, übrigens auch in Ihrer Regierungszeit, vieles versäumt worden ist und wir viele Potenziale haben. Was steht konkret drin? Es steht drin in diesem Papier, dass eingeführt werden soll, die Steuerförderung der Gebäudesanierung. Und das ist die Maßnahme, für die wir seit lange kämpfen, die Ihre Kollegen im Bundesrat verhindert und blockiert haben. Und die muss jetzt kommen. Dafür treten wir ein. Und es wird uns voranbringen, und es wird ein wichtiger Beitrag sein für Klimaschutz. Und dasselbe gilt für das CO2-Gebäudesanierungsprogramm. Auch da war es unsere Förderung, unsere Forderung, dass die Förderung ausgebaut werden soll und dass sie verbessert werden soll. Und vorgeschlagen ist, dass dieses Programm tatsächlich aufgestockt wird auf 2 Milliarden Euro. Rot-Grün war damals 300 Millionen Euro, 2 Milliarden Euro, dass man hier also noch mal was drauflegt und dass man auch in der Fördersystematik nicht nur Kredite gewährt, dass man Zuschüsse gewährt, dass es neue Programme gibt für Kommunen, Quartiersanierung, dass es Netzwerke geben soll, dass es im Neubau neue Anreize geben soll. Wirklich ein Programm mit vielen Vorschlägen, mit vielem Neuen. Und da bin ich der Meinung, dass es jetzt darum geht, dass wir gemeinsam dafür eintreten, dass das, so wie es da liegt, diskutiert wird und das dann verabschiedet wird. Es wird uns bei der Energieeffizienz und damit beim Klimaschutz voranbringen. Dann sprechen Sie an Elektromobilität. Da wundere ich mich auch ein wenig, weil Sie sagen, da steht das Ziel drin, aber keine Maßnahme. Jetzt steht auch bei der Elektromobilität, aufbauend auf das, was wir schon gemacht haben, mit Nutzervorteilen, mit dem diesbezüglichen Gesetz ganz konkret drin, dass angestrebt wird, hier eine Steuerförderung einzuführen, um diese Elektroautos tatsächlich auf die Straße zu bringen, um gewerblichen Nutzern die Anschaffung zu erleichtern. Steht in diesem Papier drin, sollten wir machen, ganz konkret. Unterstützen Sie die Maßnahme, dann kommen wir weiter. Und letztlich zur Energie. Da ist es nicht so schlecht, wie Sie sagen. Ich will auch in dieser Debatte nur noch mal darauf hinweisen, in diesem Jahr zum ersten Mal haben die erneuerbaren Energien die Braunkohle überholt als die wichtigste Energiequelle. Die erneuerbaren Energien sind Herbstmeister. Wahr ist, dass nicht alle Fragen gelöst sind.
wahr ist, dass wir in den letzten Jahren einen Anstieg des CO2-Ausstoßes aus der Braunkohle hatten. Das ist ein Problem. Dieses Problem wird adressiert, auch schon in der Vorlage zu dem Aktionsprogramm Klimaschutz. Es steht hier drin, dass der Emissionshandel saniert werden muss, dass dies die Haltung der Bundesregierung ist, dass es kommen soll vor 2020, wie in der EU vorgesehen, dass die Bundesregierung dafür kämpft, es schon 2017 zu machen und dass die Bundesregierung gemeinsam darauf drängt, dass dieser Beschluss im ersten Halbjahr 2015 in der EU so getroffen und umgesetzt wird. Und ich glaube, das wäre ein wichtiger Beschluss. Der Emissionshandel ist das Herzstück der europäischen Klimapolitik. Der muss saniert werden. Da kommen wir voran. Und dass wir darüber hinaus noch weitere Fragen jetzt auch in diesem Programm diskutieren werden, um zu fragen, wie schaffen wir es, dass wir bessere Rahmenbedingungen bekommen für effiziente Gaskraftwerke und damit auch den CO2-Ausstoß reduzieren. Das ist unser gemeinsames Ziel. Wir wollen die Trendwende beim CO2-Ausstoß. Dafür arbeiten wir. Herzlichen Dank. Andreas Jung war das für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, Deutschland hat sich ein ehrgeiziges Klimaziel gesetzt. Der CO2-Ausstoß soll ja bis 2020 um 40% reduziert werden, verglichen mit dem Stand von 1990. Wie kann man das erreichen? Die Bundesumweltministerin hat dazu was vorgelegt. Andreas Jung hat einige Stichworte genannt. Was sagt die Linke? Jetzt für die Linke Eva Bulling-Schröter. Das 40%-Ziel verkündet. Er hat eine wirklich gute Rede gehalten, konnte viele Leute begeistern auf der Klimakonferenz, hat über Nachhaltigkeit, zukünftige Generationen gesprochen und er hatte viel Applaus. Dann kam die Debatte der Verlängerung der AKW-Laufzeiten in der letzten Legislatur und auch ein Oppositionsführer Gabriel hat sich echauffiert. Und ich lese Ihnen das mal vor. Sie schüren Ängste in Europa, sie treiben die Antieuropäer in die Parlamente und in die Regierungen. Europa braucht wieder Hoffnung und erneuerbare Energien bringen Hoffnung und Arbeitsplätze in Deutschland und in ganz Europa. Gut, kann ich durchaus sagen. Ja, und jetzt sind wir in dieser Woche. Und in dieser Woche gab es den DENA-Kongress, den Kongress der Deutschen Energieagentur. Da war ein super Auftritt, sagt der SPD-Kollege. Greenpeace hat demonstriert, wie ich finde, sehr gut. An dieser Stelle meine herzliche Gratulation. Und es geht um den Kohleausstieg. Es geht um die 40% CO2-Reduzierung, die wirklich auch erreichbar sein sollen. Und ich sage als linke Abgeordnete, wir haben schon zweimal einen Antrag zum Kohleausstieg eingebracht in dieses Plenum. Wir stehen dahinter. Und es geht auch um den Bericht des IPCC, der wieder einmal sagt, zum x-ten Male, Klimaerwärmung ist menschengemacht. Und es ist eigentlich schon 11:55 und wir müssen raus aus den fossilen Energien. Und was sagt dann Gabriel? Arbeitsplätze in Gefahr, Versorgungssicherheit in Gefahr, Industriestandort Deutschland in Gefahr, Bezahlbarkeit von Strom in Gefahr. Und ich kann Ihnen sagen, das hätte Röser in der letzten Legislatur genauso sagen können. Da gibt es keinen Unterschied. Ja, und ich habe mir die Rede im Internet wirklich angeguckt und ich habe mich auch nicht gewundert, warum vorher ein Werbefilm einer Erdölfirma anzusehen ist. Aber ich denke, das ist natürlich reiner Zufall. Und da fallen dann solche Worte wie blauäugiger Ökopopulismus oder Illusion der Energiewende-Propaganda. Ja, und ich frage mich dann, wie kommt er dazu, Befürwortern eines geordneten Kohleausstiegs die Fähigkeit abzusprechen, differenzieren zu können. Ich frage mich da wirklich. Und ich sage Ihnen, niemand will den sofortigen Kohleausstieg. Das ist eine Unterstellung. Und wenn Sie unsere Anträge lesen, dann steht da was von 2040. Und wenn Sie auch die Greenpeace-Programme lesen, dann steht da auch nichts von sofort, sondern einen geordneten Kohleausstieg mit übertragbaren Laufzeiten. Sie sollten das also mal lesen. Und wenn es dann um Arbeitsplätze geht, und um die geht es Ihnen ja und uns doch auch, dann kann ich Ihnen mal Folgendes sagen.
Vor meiner Bundestagszeit war ich Betriebsrätin in einer Metallfirma. Ich habe nämlich Schlosserin gelernt. Und da kann ich Ihnen sagen, da hatten die Kollegen auch ab und zu Angst. Und es gab Entlassungen und ich kann das nachvollziehen. Nur ich habe auch mal in der Zeit, als ich auf einer Gewerkschaftsschule war, gelernt, verpasster Umweltschutz vernichtet Arbeitsplätze. Und bitte, meine Kolleginnen und Kollegen, schreiben Sie sich das hinter die Ohren. Und ich weiß auch, dass Konversionspläne nicht so einfach zu erfüllen sind. Das ist doch kein Geheimnis, aber ich denke, wir sollten anfangen und wir sollten generell in solche Konversionspläne stecken. Wir brauchen Regionalpläne und wir brauchen eben keine Verschiebung des Strukturwandels. Der kommt, ob wir wollen oder nicht. Und aus diesem Grund sage ich, wir müssen jetzt was tun. Ja, und dann hat Herr Gabriel ja noch das Allgemeinwohl beschworen. Und zum Allgemeinwohl gehören ja auch Kosten. Und jetzt gibt es da eine neue Studie der EU vom Herrn Oettinger. Und die sagt dann, 140 Euro pro Megawattstunde aus Kohle sind die Folgekosten für Mensch und Umwelt. Und 86 Milliarden Euro europaweit an Folgekosten wurden im Jahr 2012 aus der Kohleverstromung zusätzlich rekrutiert. Und ich sage, diese Folgekosten bezahlen alle. Und es geht auf Kosten des Klimas. Deshalb brauchen wir definitiv ein gutes Aktionsprogramm Klimaschutz. Und es kann uns wirklich nicht egal sein, was am anderen Ende der Welt passiert. Mit Klimaflüchtlingen, mit Menschen, die demnächst absaufen werden, die verhungern werden aufgrund des Klimawandels. Und es kann uns allen nicht egal sein, ob Sozialisten, Sozialdemokraten, Grüne oder Christen. Wir haben da eine Verantwortung und dieser Verantwortung müssen wir endlich, endlich gerecht werden. Eva Bulling-Schröter war das für die Linksfraktion. Und jetzt wird ans Rednerpult kommen für die Sozialdemokraten Hubertus Heil, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Deutschland hat sich auf den Weg gemacht mit der Energiewende. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir darauf hinweisen, dass es um eine doppelte Energiewende geht in Deutschland. Wir wollen und wir werden als hochindustrialisiertes Land zum einen aus der Kernkraft aussteigen und zum anderen haben wir uns sehr ehrgeizige Klimaschutzziele gesetzt. Meine Damen und Herren von den Grünen und von der Linkspartei, die Ziele, die wir damit verbinden, sind eine saubere, aber eben auch eine bezahlbare und eine versorgungssichere Energieversorgung in Deutschland. Das mag uns unterscheiden. Einfach nur darauf zu dringen, dass es sauber sein soll und die anderen Dinge nicht im Blick zu haben, ist eben falsch. Und ich sage Ihnen, mit dem, was Sie hier betreiben, werfen Sie den Menschen Sand in die Augen. Ich will es Ihnen deutlich sagen. Wir sind uns alle einig, dass die fossilen Energieträger auf der Strecke an Bedeutung abnehmen werden und abnehmen müssen. Nur die Frage, wie das geschehen muss, sage ich Ihnen, wollen wir marktwirtschaftlich organisieren, indem wir den Emissionshandel stärken in Europa, damit es die richtigen Preissignale gibt an dieser Stelle. Das ist der wahre Punkt. Ich meine, da gibt es ja einen Unterschied zwischen Grünen und Linkspartei. Die Linkspartei sagt übrigens, das ist ja auch interessant, dass hier so getan wird, als würde das, was Sie hier gerade vorgeführt haben, irgendeinen Beitrag für das 40-Prozent-Ziel 2020 bringen. Das ist natürlich Quatsch, wenn Sie 2040, sagt die Linke, aus der Kohle aussteigen wollen. Für 2020 bringt das gar nichts. Die Grünen sind dann noch ein bisschen eleganter, die nennen nicht mal ein Jahr. Welches Jahr wollt ihr denn zum Kohleausstieg? Dazu kann man ja nachher vielleicht noch mal Stellung nehmen. Wenn wir der Meinung sind, es soll so laufen, wie ich es eben beschrieben habe, sauber, sicher und bezahlbar, dann müssen wir darauf achten, dass wir die Energiewende in Deutschland nicht gegen die Wand fahren. Und dazu gehört dafür zu sorgen, dass wir weiterhin die erneuerbaren Energien ausbauen in Deutschland, und zwar systematisch, dass wir Versorgungssicherheit in Deutschland hinbekommen, aber dass wir es auch bezahlbar machen. Und ein ordnungspolitischer Eingriff in den Kraftwerkspark, der im Moment im Merit-Order-Effekt dafür sorgt, dass die Kohlekraftwerke ganz schnell rausgeschmissen werden und ganz teure andere Gaskraftwerke kurzfristig nach vorne kommen, führt zu steigenden Preisen. Ist das die Frage, ob die Grünen das wollen an dieser Stelle? Und deshalb sage ich auch, an dieser Stelle so zu tun, als würde das für 2020 irgendetwas bringen, Olli Krischer, ist etwas unterkomplex. Denn die Tatsache, wenn wir scheinbar hier in kurzer Frist Kohlekraftwerke rausschmeißen, den Menschen zu suggerieren, als würden wir eine Tonne CO2 damit in Europa sparen, ist auch nicht richtig. Die Wahrheit ist an dieser Stelle,
dass der Emissionshandel dazu führt, dass, wenn hier ein Kohlekraftwerk zwangsabgeschaltet wird, dieses Zertifikat in Europa wandert in ein anderes Land und dann diese Verschmutzungszertifikate auch genutzt werden an dieser Stelle. Der Schlüssel ist ein anderes Marktdesign, und dazu gehört im Übrigen auch der Emissionshandel. Und zweitens, nein, Moment mal an dieser Stelle. Wir sind uns einig, dass da in den letzten Jahren zu wenig passiert ist. Aber ich sage, diese Bundesregierung macht Druck in Europa. Das ist der richtige Weg. Das andere ist, dass ihr den Menschen suggeriert als Grüne, als ging es bei der Energiewende nur um Strom, um den Strommarkt. Wir werden die Klimaschutzziele nicht allein im Kraftwerkspark und im Strommarkt hinbekommen, sondern wir müssen über den Wärmemarkt, die Gebäudesanierung mithelfen, den Verkehrsbereich und den Landwirtschaftsbereich. Das ist das, was wir brauchen. Und deshalb sage ich an dieser Stelle, ich finde es ein bisschen traurig, dass die Grünen, die mal mit die Energiewende mit auf den Weg gebracht haben, inzwischen allein der Propaganda willen, um ein Alleinstellungsmerkmal noch zu erhalten, das ihr beim Atomkraftausstieg eben nicht mehr habt, weil das jetzt inzwischen alle findet, freut euch darüber, an dieser Stelle einen Popanz aufbaut. Wir haben eine Verantwortung dafür, damit die Energiewende in Deutschland gelingt, damit andere uns folgen. Und deshalb sind für uns saubere, sichere und bezahlbare Energieversorgung gleichrangige Ziele. Und das mag uns unterscheiden, meine Damen und Herren. Und deshalb noch mal, die 40% Ziel bis 2020 CO2-Minimierung in Europa, in Deutschland durchzusetzen, wird von uns angepeilt. Wir wissen alle, das ist nicht leicht zu erreichen. Aber wir halten an dem Ziel fest, 40% Reduktion von CO2 gemessen seit 1990 zu erreichen. Das ist anstrengend. Aber es muss auch weitergehen, übrigens, über 2020 hinaus. Und die Frage ist, wie wir das miteinander erreichen. Ich sage es noch mal, diese Bundesregierung diskutiert auch darüber, wie man das erreicht. Es wird am 3. Vorschläge geben. Die Frage für den Strommarkt, die aber viel entscheidender ist, wie wir eine saubere, sichere und bezahlbare Energieversorgung auf den Weg bringen, wird sich im nächsten Jahr geben, wenn wir über das Strommarktdesign in Deutschland zu diskutieren haben. Aber diese Klischees nach dem Motto, die einen sind für die Kohle, die anderen sind für die Erneuerbaren, hier zu verbreiten, das ist mit Verlaub unterkomplex, das hat mit der Realität nichts zu tun. Da kann ich nur sagen an Grüne und Linke, fortschrittlich zu sein heißt nicht mythisch zu sein, sondern aufklärerisch tätig zu sein. Das wäre etwas, was den Menschen helfen würde, auch zu begreifen, dieses komplexe Thema Energiewende zu verstehen. Das ist nämlich komplex. Das ist nicht einfach. Mit einfachen Parolen hier zu arbeiten, wird der Sache nicht gerecht. Ich sage noch mal, wir müssen es in Deutschland schaffen, die Energiewende zu stemmen, sicher, sauber und bezahlbar, damit andere uns folgen. Wenn wir sie gefährden oder die Akzeptanz der Energiewende gefährden, weil Versorgungssicherheit infrage gestellt wird oder die Bezahlbarkeit auf der Strecke bleibt, würden wir der Energiewende ein Tor antun. Das wollen wir nicht, das werden wir nicht. Und deshalb werden wir den Weg konsequent weiter fortsetzen, eine sichere, saubere Energieversorgung in Deutschland auf den Weg zu bringen und werden uns von solchen aktuellen Stunden da auch nicht aufhalten lassen. Herzlichen Dank. Hubertus Heil war das für die SPD-Fraktion, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Ja, die Bundesregierung, die Große Koalition hält an dem 40%-Ziel fest, 40% CO2-Reduzierung. Die Prognosen sagen im Moment, dass wir lediglich bei 33-35% landen. Da muss also noch einiges getan werden, unter anderem ja in der Diskussion, wie geht es weiter mit den Kohlekraftwerken. Jetzt die nächste Rednerin für die CDU-CSU-Fraktion, Anja Weisgerber. Geeinigt haben. Das ist auch ein Verdienst unserer Kanzlerin Angela Merkel und von Umweltministerin Frau Hendricks. Noch ein paar Tage zuvor war es nicht klar, ob überhaupt eine Einigung erzielt werden kann. Damit sind wir nicht nur die Ersten, die einen konkreten Beitrag vorlegen, sondern im internationalen Vergleich sind wir auch die Ambitioniertesten. Und das ist gut so, meine Damen und Herren. Die Tatsache, dass die EU-Mitgliedstaaten sich trotz dieser unterschiedlichen Ambitionsniveaus einigen konnten, ist einzigartig in der Welt und zeigt, dass die EU ein klares Ziel vor Augen hat, nämlich den Abschluss des international verbindlichen Abkommens für die Zeit nach 2020. Mit unseren Beschlüssen senden wir ein klares Signal in die Welt, dass wir entschlossen gegen den Klimawandel ankämpfen. Und wir sagen zu den anderen Staaten, jetzt seid ihr an der Reihe und jetzt müsst ihr eure Beiträge auf den Tisch legen. Und auch wir in Deutschland, auch national, stehen ganz klar zu unseren Klimazielen. Wir wollen das CO2 bis 2020 um 40% reduzieren. Aber es gibt dahin eben nur, nicht nur den einen Weg.
Es gibt viele Wege, es gibt viele Maßnahmen, um diese Klimaziele, die wir uns gesetzt haben und zu denen auch wir von der Union ganz klar stehen, es gibt viele Wege, um diese Ziele zu erreichen. Ministerin Hendricks hat gestern das Klimaaktionsprogramm vorgelegt, das nun in die Ressortabstimmung geht. Damit werden sämtliche Bereiche einbezogen: Industrie, Energiewirtschaft, Handel, Dienstleistungen, Verkehr, Haushalte, Landwirtschaft. Sie sehen, wir reden nicht nur, sondern wir handeln. Und Klimaschutz ist eine so große Herausforderung, die wir nur mit klarem Verstand und auch mit wirtschaftlicher Vernunft bewältigen können. Und da gilt es jetzt eben auch abzuwägen, Kosten, Nutzen, welche Maßnahmen bringen am meisten, und dann auch den Einsatz, den wir dafür bringen müssen, bewerten. Und aus diesem bunten Blumenstrauß, aus rund 700 Vorschlägen, die eingebracht wurden, werden wir nun jetzt diese intelligenten Maßnahmen herausfiltern. Und wenn ich von intelligenten Maßnahmen spreche, dann meine ich Maßnahmen, die Anreize setzen und die nicht auf Zwang und Verbote setzen. Das ist nämlich genau der falsche Weg in unseren Augen. Und das Wichtigste dabei ist, dass wir unseren Fokus auf eine enorme Steigerung der Energieeffizienz legen. Ja, wenn Sie so wollen, wenn Sie auch diesen Begriff hören wollen, ich denke, das ist ein guter Begriff, eine Energieeffizienzrevolution auszulösen. Das ist die richtige Antwort auf den Klimawandel. Der Klimawandel ist eine so große Herausforderung, dass wir uns nicht leisten können, naheliegende Chancen nicht zu ergreifen. Und deswegen sage ich, die steuerliche Absetzbarkeit von Maßnahmen zur energieeffizienten Gebäudesanierung muss jetzt kommen. Es ist unumgänglich, dass wir in Deutschland dieses Thema endlich angehen. Und jetzt, meine verehrten Damen und Herren von den Grünen, möchte ich vor allen Dingen an Sie appellieren und auch an die Bundesländer appellieren, dass Sie jetzt endlich auch bei dieser Maßnahme endlich tatkräftig auch dazu beitragen, dass dies kommt, dass wir eine Einigung zusammen mit den Bundesländern hinbekommen. Bitte bewegt euch. Viele Bundesländer haben eigene Klimaaktionsprogramme. Die werden ihre Ziele auch nicht erreichen, wenn wir die steuerliche Absetzbarkeit nicht bekommen, und zwar zusammen mit den Bundesländern. Und da müssen die Grünen auch mithelfen, meine Damen und Herren. Bayern hat angekündigt, einen entsprechenden Antrag im Bundesrat einzubringen. Und jetzt müssen wir alle gemeinsam diese Chance auch am Schopf packen und die Maßnahmen auch wirklich vor dem Hintergrund zu sehen, diese Maßnahme, dass sie auch Konjunktureffekte wirklich auslöst. Jeder Euro, der in Sanierungsmaßnahmen investiert wird, löst ca. 8 Euro an Folgeinvestitionen aus. Außerdem fließt wieder Geld über die Mehrwertsteuer in die Staatskasse auch zurück. Deshalb ist die Energieeffizienz ein Gewinnerthema für alle, für das Klima genauso wie für die Handwerker, die Dämmen und Fenster einbauen, meine Damen und Herren. Aber nicht alle können im vollen Umfang von der steuerlichen Absetzbarkeit profitieren. Ich denke hier zum Beispiel an die Rentnerin, die in ihrem unsanierten Häuschen aus den 60er oder 70er Jahren wohnt. Hier müssen die KfW-Mittel aufgestockt, verstetigt und deren Beantragung deutlich vereinfacht werden, sodass auch hier saniert werden kann. Herr Grischer, da ist ein ganz positives Signal, dass das Bundeswirtschaftsministerium plant, im Rahmen des Nationalen Aktionsprogramms Energieeffizienz die Gebäudesanierungsprogramme um 200 Millionen auf künftig 2 Milliarden Euro jährlich aufzustocken. Und auch das können Sie honorieren und auch mal als gutes Signal anerkennen. Also lassen Sie uns weg vom ordnungsrechtlichen Klein-Klein. Lassen Sie uns die Chancen ergreifen, die wirklich auch große Potenziale beinhalten, Frau Kollegin, wie zum Beispiel die Energieeffizienz. Vielen Dank. Als nächster Redner hat der Kollege Hubertus Zibel das Wort. Das ist derselbe. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich finde es immer wieder entzückend zu erleben, wie die CDU-CSU um den heißen Brei herumredet
Und das ist umso bemerkenswerter, weil es sich doch im Wesentlichen um Ministerien handelt, die in der Hand von sozialdemokratischen Ministern im Moment sind, nämlich Frau Hendricks, die Umweltministerin, und Sigmar Gabriel, der ehemalige Umweltminister, aber jetzige Wirtschaftsminister. Darum geht es ja. Das haben wir schon häufiger erlebt, dass es diesen Zielkonflikt gibt zwischen Umweltpolitik und Wirtschaftspolitik. Aber es ist auch völlig klar, und das haben Sie eben nicht gesagt, dass um das 40-Prozent-Ziel zu erreichen beim Klimaschutz, brauchen wir jetzt den schrittweisen Ausstieg aus der Kohle, vor allen Dingen der Braunkohle. Alles andere ist eine Mogelpackung. Das wissen Sie haargenau. Wir erleben heute nicht mehr den Mut des ehemaligen Umweltministers Gabriel. Das ist ja schon zitiert worden, was er 2007 in Bali verkündet hat, sondern eine unglaubliche und unverantwortliche Rolle rückwärts des jetzigen Wirtschaftsministers Gabriel. Aber es hat wenig Sinn, jetzt lange zu spekulieren darüber, welche vermeintlichen Unterschiede es in den politischen Positionen von Frau Hendricks und Herrn Gabriel möglicherweise geht. Wir müssen eigentlich darüber reden, um was es hier wirklich geht, nämlich um die ökonomischen Interessen, die hinter diesen ganzen Entscheidungsprozessen stehen. Und es geht darum, tatsächlich wieder mal die wirtschaftlichen Interessen einer im Strukturwandel untergehenden Branche großer Stromkonzerne den Klimaschutz zu opfern. Das ist das, was hier wirklich gespielt wird. RWE musste im Frühjahr ein Minus von 2,8 Milliarden Euro bekannt geben. Der Aktienkurs von RWE ist zwischen 2008 und 2013 um über 70% eingebrochen, der von E.ON sogar um fast 75%. Vattenfall ist derart schwer angeschlagen, dass jetzt der Ausverkauf des Deutschlandsgeschäftes, insbesondere der Braunkohle, in der Lausitz auf der Tagesordnung steht. Die Schweizer Großbank UBS stellt fest, dass sich der Bau privater Solaranlagen in Deutschland schon bald ganz ohne Fördermittel rentieren wird. Kommt es so weit, dann bricht das Geschäftsmodell der Stromkonzerne, die die Energiewende verschlafen haben, endgültig zusammen. Ihre Stromverkäufe würden laut UBS bis 2020 um weitere 20% einbrechen, die Gewinne aus dem Stromgeschäft um 50% absacken. Das ist wirklich der Hintergrund dieser ganzen Geschichte. Und die Politik von Schwarz-Rot dient dazu, dieser sterbenden Branche lebensverlängernde Maßnahmen auf Kosten der Allgemeinheit zu gewähren. Das ist die ganze Wahrheit dessen, was hier abläuft. Und das gilt nicht nur für den Klimaschutz. Das gilt nicht nur für den Klimaschutz, sondern wir erleben das im Moment auch, was die explodierenden Kosten der Atommüllendlagerung angeht. Da läuft genau dasselbe Spiel. Die Stromkonzerne wollen sich aus der Verantwortung stehlen, und eine bundeseigene Stiftung soll die Kostenrisiken übernehmen. Bad Bank fürs Atom wurde das bisher schon richtigerweise in den Medien genannt. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schrieb damals, und ich zitiere, Zitat, tatsächlich gibt es Parallelen zwischen Banken und Energieversorgern. Große und miteinander verwobene Banken gelten als systemrelevant. Too big to fail, sagen Amerikaner dazu und meinen, zu groß, als dass man diese Banken untergehen lassen dürfe. Notfalls müsse sie der Staat retten, weil sie beim Sturz in den Abgrund zu viel mitreißen. Spätestens seit die SPD nicht nur in Düsseldorf, sondern auch in Berlin wieder mitregiert, gelten auch die Versorger E.ON und RWE als quasi systemrelevant. Zitat Ende. Darum geht es in Wirklichkeit. Genau diesem Verständnis folgt die Politik der Großen Koalition und des Wirtschaftsministers. Der Umwelt- und Klimaschutz wird einmal mehr kurzfristigen Konzerninteressen geopfert. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist nicht neu und auch für Sozialdemokraten nicht neu. Die Energiewende muss gegen die Atom- und Kohlekraftwerkskonzerne durchgesetzt werden. Das hatte bereits der 2010 verstorbene Präsident von Eurosolar, Hermann Scheer, klargemacht und festgestellt, ich zitiere, es bleibt keine andere Wahl, als die Strukturmacht des etablierten Energiesystems zu brechen. Zitat Ende. Diesen Weg müssen wir fortsetzen, denn mit unserem Planeten lassen sich keine Kompromisse ausverhandeln. Deswegen sagt die Linke, es muss Schluss sein damit, dass Klimaschutzziele im Interesse der Stromkonzerne und der energieintensiven Industrie mit Füßen getreten werden. Für halbherzige Maßnahmen ist keine Zeit mehr. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Nächster Redner ist Dirk Becker, SPD-Fraktion.
Und Dirk Becker sitzt für die SPD-Fraktion im Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 5 Minuten werden nicht reichen, um mit all dem ein bisschen aufzuräumen, was hier an Theorien und Thesen verkündet wurde. Lieber Oliver, du hast Seriosität angemahnt. Ich will bei dem Thema Seriosität mal an die Auftritte des Oliver Krischer aus Zeiten der letzten Koalition, der Großen Koalition erinnern. Bei jeder Veranstaltung hast du dich hingestellt und gesagt, Sigmar Gabriel will zusätzliche Kraftwerke bauen. Der will zusätzliche Kohlekraftwerke bauen. Er hat immer an jeder Stelle gesagt, über die Kraftwerke, die damals geplant und genehmigt waren, wird es keine Kraftwerke geben. Du hast das immer bestritten. Heute die Bilanz sagt, er hatte recht, nicht du. Denn Populismus alleine reicht nicht. Man muss auch mal ein paar Gegebenheiten anerkennen. Und wenn man sich jetzt hier hinstellt und sagt, der Gabriel will, dass die Kohlekraftwerke weiterlaufen, das ist so unkonkret wie irgendwas. Bitte sagt uns doch mal, welche Kapazitäten, an welchen Standorten, bis wann ihr abschalten wollt, dass wir vor Ort auch mal darüber diskutieren können, was geht vor dem Hintergrund Versorgungssicherheit, vor dem Hintergrund Energiemarkt. Das ist euch zu kompliziert. Ihr macht einfach eine blöde Botschaft, Kohle muss weg. So einfach geht's nicht. Und jeder, der sich die Mühe macht, sich mit den energiepolitischen Entscheidungen der nächsten 12 Monate auseinanderzusetzen. Wie wirkt das Grünbuch? Nach Abschluss der Grünbuch- und Weißbuchdebatte mit den richtigen Akzenten dann im Strommarkt werden ohnehin nicht unwesentliche Kapazitäten aus dem Markt gehen. Bis zum Jahr 2030 wird es altersbedingte Rückgänge im Markt geben. Das Thema der Überkapazitäten, was wir gegenwärtig ja haben, werden wir auch über normale, natürliche Abgänge im Kraftwerkepark doch hinbekommen. Davon kein Wort. Ihr sagt, ihr erweckt den Eindruck, es bleibt bis 2050 bei der jetzigen Kohleverstromung. Das ist ahnungslos, energiepolitische Ahnungslosigkeit. Wichtig, und damit will ich mal zurück zum Thema Energieeffizienz, denn ich finde, so eine Debatte ist viel zu wichtig, als dass man hier nur einfach Polemik macht und sowas versemmelt. Wichtig ist es, zu gucken, was hat die letzte Große Koalition 2008 in Meseberg für Zielgrößen beschlossen, um die 40% zu erreichen. Und an welchen Stellen haben wir ein Problem mit der Zielerreichung? Andi Jung hat es vorhin angekündigt. Wir haben in einigen Bereichen der Effizienzpolitik, im Wärmemarkt, im Bereich Verkehr Defizite. Da sind wir weg von den Sachen, da ist die letzten Jahre zu wenig passiert. Nur wenn man dann sagt, ihr schlagt nichts vor und kennt die Maßnahmen nicht mal, die ihr Andi Jung genannt hat, dann habt ihr das Papier nicht mal gelesen, aber dann kann man nicht solche Behauptungen aufmachen. Ich will allerdings zugeben, ich konzentriere mich mal auf den Erzeugungsbereich, in 2 Bereichen ein großes Problem, den Emissionshandel haben wir mehrfach angesprochen. Aber jetzt kann man doch nicht allen Ernstes sich hier hinsetzen und sagen, die Bundesregierung mit Sigmar Gabriel und Barbara Hendricks würden an der Stelle nichts tun oder seien gar zerstritten. Beide sind in Europa die engagiertesten Verfechter dafür, dass wir den Emissionshandel wieder fit bekommen. Das wird europaweit auch anerkannt. Ja, wir haben im Erzeugungsbereich an einer anderen Stelle ein Problem. Und das ist die Situation, dass in der Tat effiziente Kraftwerke aus dem Markt bringen. Das Thema Kraft-Wärme-Kopplung ist eben angekommen. Und da ist es gerade auch diese Bundesregierung, die ganz aktuell dabei ist, in intensiven Gesprächen dafür zu sorgen, dass wir beim Thema KWK zu unserer Zielverpflichtung für das Jahr 2025 stehen. Wir wollen Effizienz in der Erzeugung. Wir wollen den KWK-Ausbau. Aber wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass wir nicht nur beim Ausbau ein Problem haben, sondern auch im Bestand. Wir erleben, dass deutschlandweit, Herr Hofreiter, auch wenn es lauter wird, wird es nicht besser. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass es nicht nur um den Neubau geht, sondern dass Bestandsanlagen der KWK vor der Abschaltung stehen, weil sie nicht wirtschaftlich sind. Stattdessen beispielsweise Ölkessel die Wärmeversorgung übernehmen. Darum sage ich, wir, die SPD-Bundestagsfraktion, will bis zum 1.8. des nächsten Jahres hierfür Abhilfe schaffen. Und wir tun das ohne Klamauk,
Wir machen das in der Verantwortung, unsere Effizienzziele bis zum Jahr 2020, die 40% einzuhalten. Die stehen ohne Wenn und Aber. Aber die erreicht man nur mit viel kleinteiliger, mühsamer Arbeit, nicht hier mit Klamauk-Veranstaltungen. Vielen Dank. Dankeschön. Dirk Becker war das für die SPD-Fraktion. Im sozialdemokratischen Teil der Bundesregierung, da hatte es ja in den vergangenen Tagen gegensätzliche Äußerungen gegeben in der Frage der Zukunft der Kohlekraftwerke. Und das war hier eigentlich auch die Vorlage der Grünen für diese Aktuelle Stunde, die sich jetzt noch mal hier einschalten, die Bündnisgrünen in Person von Annalena Baerbock für die Bündnisgrünen, die klimapolitische Sprecherin. Liebe Frau Präsidentin, lieber Herr Becker, ich versuche meiner kleinen Tochter gerade zu erklären, dass man nicht dadurch überzeugt, indem man sagt, du bist aber doof, sondern dass man mit besseren Argumenten kommt. Wir hätten das heute hier wirklich gehofft, dass Sie mit besseren Argumenten kommen und nicht wie Ihr Wirtschaftsminister einfach sagen, Greenpeace ist aber blöd und die Grünen im Übrigen auch. Ihr Parteifreund Matthias Mürtsch hat auf solche subtilen Behauptungen, Greenpeace und die Grünen wollen sofort aus der Kohle aussteigen. Gleichzeitig mit der Atomkraft hat Matthias Mürtsch im Deutschlandfunk die richtigen Worte gefunden. Er hat gesagt, ich finde, wir führen da im Moment sowieso eine Phantomdiskussion, denn ich kenne niemanden, auch keinen bewegten Umweltschützer, der gleichzeitig den Ausstieg aus der Atomkraft und der Kohle fordert. Genauso ist es. Hören Sie da bitte endlich einfach mal zu. Und wenn nicht auf uns Grünen, dann hören Sie einfach auf Ihre Kollegen. Sie haben es ja selber angesprochen, und da wird Ihre ganze Argumentation einfach auch unstimmig. Ja, wir brauchen einen Wandel im Strommarkt. Ja, es gibt Überkapazitäten. Ja, auch wir wollen irgendwann aus der Kohle aussteigen. Nur nicht jetzt. Ja, also das ist ja wirklich sehr schön. Wir machen unsere Hausaufgaben, aber dann, wenn die nächste Regierung dran ist. Ganz tolle Regierungsverantwortung, die Sie hier an den Tag legen. Und wie wollen Sie das denn machen? Wir wollen jetzt damit anfangen, Herr Heil, den Einstieg in die Kohleausstieg jetzt einleiten. So, jetzt hören Sie mir auch mal zu. Hat Ihr Minister auch so schön gesagt, ich habe das Mikrofon, jetzt rede ich. Und zwar, wenn die Erneuerbaren ansteigen auf der einen Seite, ja, dann müssen wir doch den fossilen Kraftwerkspark auf der anderen Seite abbauen. Wir haben einen Netto-Stromexport von 32 Terawattstunden. Und da müssen wir doch irgendwas machen. Und dann fängt Ihr Minister an und behauptet plötzlich, dieser Netto-Stromexport, das sei die Windkraft. Also da hat man sich ja wirklich gedacht, da hat man sich etwas verhört. Denn die Windkraft wird doch abgeschaltet im Jahr, mehr als 400.000 Megawattstunden, weil die Braunkohlekraftwerke eben nicht runtergefahren werden. Und wir verstopfen mit unserem Braunkohlestrom die Netze in Polen und Tschechien. Und wissen Sie was? Er hat es sogar später in seiner Rede noch eingestanden. Und die Überlegungen, jetzt um die CO2-Ziele zu schönen, den Export rauszurechnen, dann muss es doch der Braunkohlestrom sein, weil die Windenergie hat ja nicht die CO2-Emissionen wie die Braunkohle. Also Sie wissen es eigentlich selber besser. Und da Sie ja immer davon reden, die anderen sollten nicht so große Illusionen haben, da muss ich jetzt mit einer Illusion von Ihnen auch mal aufräumen. Sie sagen, wir wollen aus der Kohle aussteigen und der Emissionshandel soll es richten. Also da fragt man sich wirklich, ob das ein Karnevalsgag gewesen sein soll. Zwei Wochen vorher, nein, ich schaue der Realität in die Augen, und zwei Wochen vorher haben wir gerade auf dem Europäischen Rat festgestellt, dass wir eine Reform des Emissionshandels nicht vor 2021 in Gang bringen. Das beschreiten Sie in den Ausschüssen noch gar nicht. Und Sie wollen jetzt sagen, mit diesem Emissionshandel, der nicht vor 2021 reformiert werden, wollen Sie aber den Kraftwerkspark in Deutschland gestalten. Das passt doch alles vorne und hinten nicht miteinander. Und ja, Sie können da die Augen verdrehen, so viel Sie wollen. Andere Länder haben es ja erkannt. Die sagen, der Preis ist so im Keller, deswegen führen wir jetzt einen Mindestpreis ein. Ja, Sie gehen immer wieder weiter, Sie haben ja keine Ahnung. Ich habe Ihnen das eben versucht, mit einem kleinen Kind zu erklären. Also, andere Länder führen einen Mindestpreis ein. Sie machen auch hier nichts, sondern einfach sagen Sie, die Reform des ETS wird schon irgendwie vom Himmel fallen. Und so wird es eben nicht gehen. Sie haben keine Lenkungswirkung und deswegen werden die Gaskraftwerke aus dem Markt gedrängt. Und das kann doch nicht wirklich in Ihrem wirtschaftlichen Interesse liegen.
Und da Sie ja dauernd dazwischen schreien, was wir denn machen wollen, ja, dann schauen Sie uns unsere Anträge an. Vor der Sommerpause haben wir hier eine Debatte über Instrumente zum Kohleausstieg geführt. Da haben wir CO2-Grenzwerte vorgeschlagen. Machen auch andere Länder, hat auch das DEW vorgeschlagen. Es sind nicht nur die grünen Spinner, die sowas vorschlagen. Ja? Die Linken haben was anderes vorgeschlagen. Und dann haben auch Sie von der SPD gesagt, ja, Sie haben recht. Wir müssen darüber diskutieren. Wir nehmen uns die Sommerpause, schauen uns die Pläne an, ist im Wortprotokoll nachzulesen. Und im Herbst machen wir uns gemeinsam dran, weil da kommt ja der Klimaaktionsplan, und legen einen Fahrplan für den fossilen Kraftwerkspark vor. Und genau auf Ihren Vorschlag warten wir. Keine Sorge, wir bringen unsere CO2-Grenzwerte wieder ein. Wir können das dann hier abstehen, stimmen, und dann sind Sie einfach blank. Und dann kommt ja noch Ihr letztes, wirklich das allerschönste Argument. Und wenn wir dann in Deutschland aus der Kohle aussteigen, dann hat das für das Klima gar nichts gebracht, weil dann geht es ja in andere Länder. Noch so ein tolles. Verstehen Sie das nicht? Jetzt Sie müssen ihn verhandeln, Sie regieren. Ich bin hier leider nur Opposition. Ich kann es nicht verändern. Jetzt also, die Sie müssen zwischen hier so Zwiegespräche entstehen, dann müsste ich auf die Redezeit. Ja, dann können Sie vielleicht meine Zeiten unterbrechen, wenn ja, ich aber das schreit. Macht nichts. Bitte denken wenn Sie daran, Sie sagen, dass Sie jetzt andere Schluss Länder kommen. Würde es dann ablaufen, in Deutschland stehen die ältesten Kohlekraftwerke, in schlechtere Kraftwerke können diese Zertifikate gar nicht reinfließen, weil andere Kraftwerke sind effizienter. Unser Nachbarland Dänemark macht vor, sagt, wir fangen jetzt an mit dem Ausstieg aus der Kohlevollstromung. Und ich kann Ihnen nur sagen, ziehen Sie nach, erinnern Sie sich an die Worte Ihres Wirtschaftsministers, der damals Umweltminister war, der 2007 sagte, wir wissen, dass unsere Wirtschaft leiden wird, wenn wir den Klimawandel nicht stoppen. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Nächster Redner. Annalena Baerbock war das für die Bündnisgrünen. Jetzt kommt Thomas Barreis für die CDU-CSU-Fraktion, der Energiebeauftragte seiner Fraktion. Ja, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen, meine Herren, liebe Frau Baerbock, da war jetzt sehr viel heiße Luft dabei. Von besseren Argumenten habe ich jetzt nicht viel mitbekommen. Deshalb erlauben Sie mal eine ganz grundsätzliche Feststellung zu Beginn meiner Rede. Ich glaube, Sie haben immer nicht anerkannt, dass wir in Deutschland die höchsten klima- und energiepolitischen Ziele der Welt haben und auch am schnellsten auch in dieser Zielsetzung vorankommen. Wir haben heute schon nach neuesten Zahlen 27% erneuerbare Energien am Stromanteil, so viel wie keine andere Industrienation dieser Welt. Wir haben heute im Bereich Energieeffizienz, was ja auch schon vielfach angesprochen worden sind, es geschafft, was keine andere Nation geschafft hat, dass wir eine Entkopplung haben vom Wirtschaftswachstum auf der einen Seite und vom Energiesparen auf der anderen Seite. Wir haben es geschafft, trotzdem wir seit 1990 30% Bruttoinlandsproduktwachstum haben, haben wir 10% Energie eingespart. Wir haben auch im Bereich des Klimaschutzes haben wir eine Vorrede, wir haben die Kyoto-Protokolle weit übererfüllt und offen gestanden, auch wenn wir früher aus der Kernenergie aussteigen und damit 50 Millionen Tonnen CO2 verlieren in der Einsparung, werden wir es trotzdem schaffen, unser 40%-Ziel bis 2020 zu erreichen. Dazu haben wir die Vorschläge eingebracht und wir fordern Sie auf, machen Sie mit bei unseren Aktionen. Wir haben gezeigt, wir sind Vorreiter in allen Bereichen. Das fällt Ihnen schwer, das anzuerkennen, aber ich glaube, dass es wert ist, mitzumachen bei diesem Projekt. Und ich bitte Sie, entsprechend die Dinge anzupacken, die wir jetzt auch entsprechend vorgelegt haben im Aktionsprogramm Klimaschutz. Genauso wie wir aber auch anerkennen müssen, dass wir im Bereich der Ziele enorm vorangekommen sind, müssen wir auch sehen, dass wir nicht es schaffen werden, lieber Oliver Glasner, gleichzeitig aus der Kernenergie und der Kohlekraft aussteigen werden. Wir können das nicht machen, weil wir einerseits damit unsere Energiesicherheit gefährden, aber andererseits uns auch, was die Wirtschaftlichkeit unserer Energieversorgung komplett aus dem Feld schießen und wir unsere Wettbewerbsfähigkeit gerade in der energieintensiven Industrie in besonderer Weise gefährden. Deshalb war es richtig, dass vorgestern unser Vizekanzler und Wirtschaftsminister Gabriel klar und deutlich gesagt, dass es das mit uns nicht geben wird, sondern dass wir eine Energiepolitik machen, die, wie Hubertus Heil gesagt hat, aufbaut auf Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und auch Klimaschutz und Umweltverträglichkeit. Das ist unser Maßstab, an dem wir uns auch dann messen lassen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Was würde passieren, wenn wir das tun, was die Grünen vorschlagen, nämlich aussteigen aus der Kohleenergie und der Kernenergie innerhalb von 2 Jahrzehnten unsere komplette Energieversorgung, 2/3 unserer Energieversorgung damit verlieren? Wir würden nicht nur die Energiepreise massiv nach oben drehen und die Energieversorgung massiv gefährden, damit gerade im energieintensiven Bereich unsere
Wettbewerbsfähigkeit aufs Spiel setzen, sondern wir würden auch einen wichtigen Wirtschaftszweig in Deutschland innerhalb von wenigen Jahren kaputt machen. Ich spreche hier von der Braunkohle. Auch wenn es immer gleich abgetan wird, auch von den Linken ganz besonders, obwohl diese Regionen sehr stark immer auf der Linken sitzen, müssen wir hier auch klar sagen, dass 60.000 Menschen von der Braunkohle leben. Das ist ein Rohstoff, ist der heimisch, ist das, der entsprechend viele Jahre hier auch Tradition bei uns hat. Und ich glaube, dass wir auch die Verantwortung, gerade für die Menschen im Rheinischen Revier und in Lausitz haben, die, wie gesagt, schon viele Jahre auf diesen Rohstoff sitzen. Und ich glaube, wir brauchen auch da eine Verlässlichkeit unserer Politik. Wir sorgen für Verantwortung auch für diese Regionen. Ein weiterer Punkt, den ich noch mal unterstreichen will, den auch schon der Kollege Hubertus Heil genannt hat, auch wenn wir jetzt einseitig aus der Kohleenergie schnell aussteigen würden, würden wir dem Klimaschutz kein bisschen helfen. Wir haben ein europäisches Instrument für den Klimaschutz. Wir haben den Emissionshandel, auf den wir uns 2005 geeinigt haben, der richtig ist und sinnvoll ist. Aber wenn wir jetzt aussteigen aus unseren effizienten Kraftwerken einerseits, dann werden alle davon profitieren, die in ineffiziente Kraftwerke weiter sitzen. Deshalb wäre das ein Pyrrhussieg für die Energiewende. Und auch deshalb würden wir in diesem Bereich gar nichts bringen. Wir müssen schauen, dass der Emissionshandel funktioniert, stark ist und dass hier auch die marktwirtschaftliche Komponente der Klimagasreduktion stärker in Betracht nimmt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir das Thema Braunkohle und Steinkohle diskutieren hier und das Thema Klimaschutz, müssen wir auch sehen, dass gerade in den nächsten Jahrzehnten die Kohleenergie in der Welt zunehmen wird. Allein jede Woche wird die nächsten Jahre zwei Kohlekraftwerke ins Netz gehen. Und ich sage ganz offen, wenn wir es mit dem Klimaschutz ernst meinen, müssen wir schauen, dass unsere Technologie dafür sorgt, dass diese Kraftwerke in der Welt klimafreundlich gebaut werden. Und wir können es schaffen, dass wir mit deutscher Technologie 300 Millionen Tonnen jedes Jahr sparen könnten, wenn wir deutsche klimafreundliche Kohlekraftwerke in der Welt bauen. Auch das wäre ein ganz wichtiger Baustein. Statt einseitig auszusteigen, müssen wir schauen, dass die Welt auf effiziente und klimafreundliche Produkte aufsetzt. Das ist unser Ziel, das wir gemeinsam anpacken müssen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner. Thomas Bareis war das für die CDU-CSU-Fraktion. Jetzt folgt hier am Rednerpult Matthias Mirsch für die SPD, der umweltpolitische Sprecher. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben heute Vormittag eine sehr sachliche, sehr tiefgehende Debatte erlebt. Und ich glaube, das Thema, über das wir heute reden, das Thema Klimaschutz in den zeitlichen Perspektiven 2020, 2050, ist eine Debatte, die genauso verdient, dass wir vielleicht einfach mal aufeinander hören bzw. uns vielleicht auch von dem anderen die jeweilige andere Sicht erklären lassen. Was nicht geht, finde ich, dass einfach nur mit Unterstellungen, Halbwahrheiten gearbeitet wird. Und ich erlebe diese Debatte in den letzten Tagen jedenfalls so, dass wir uns untereinander was unterstellen, was wir möglicherweise nicht wollen. Deswegen, jetzt hören Sie doch einfach erst mal zu. Deswegen, diese Große Koalition hat einen Koalitionsvertrag. Und da steht ein Minderungsziel von mindestens 40% drin. Keiner der Regierungsmitglieder hat dieses Ziel infrage gestellt. Keiner. Und deswegen muss das auch hier noch mal betont werden. Es ist diese Bundesregierung, die nach vielen Jahren des Stillstands erstmalig zugibt, dass mit den bisherigen Maßnahmen dieses Ziel nicht zu erreichen ist. Es ist dieser Wirtschaftsminister und diese Umweltministerin gewesen, die diese Transparenz und diese transparente Diskussion überhaupt erst einmal ermöglicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es gehört auch dazu, Britta Hassemann, es gehört auch dazu, dass, wenn wir jedenfalls alle miteinander heute zugehört haben, dass jedenfalls hier in diesem Raum, glaube ich, keiner ist, der aus der Kohle 2020 aussteigen will. Deswegen haben wir hier möglicherweise ein gutes Fundament. Gucke ich mir die Koalitionsverträge in Brandenburg und NRW an, dann weiß ich, dass zumindest die Grünen dort und die Linken dort auch anerkennen, dass es eine große Strukturfrage ist, die wir auch beantworten müssen für diese Region, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen weigere ich mich einfach, eine Debatte zu führen, Umwelt gegen Wirtschaft, Wirtschaft gegen Umwelt. Ich glaube, wir können mehr gemeinsam hinbekommen. Aber,
Herr Krischer, und jetzt kommen wir zu der entscheidenden Geschichte. Diese Regierung hat gesagt, sie legt am 3.12. einen Aktionsplan, einen Effizienzplan vor. Und deswegen finde ich, das Mindeste, was auch eine Opposition anerkennen muss, ist doch, dass man mal wartet, was sie vorlegt. Und dann werden wir uns darüber austauschen müssen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich sage Ihnen auch, am 3.12. ist weder das Klima gerettet noch verloren. Die Debatte nämlich, sich auf einen Stichtag zu fokussieren, halte ich für grundfalsch, im Übrigen auch im internationalen Sektor. Wir werden kontinuierlich prüfen müssen, ob die Stellschrauben denn richtig sind und ob sie greifen. Denn gerade Klimaschutz hat sehr viel damit zu tun, wie ist gerade das Wetter in diesem Jahr gewesen, wie entwickelt sich die Wirtschaft, all diese Geschichten. Wir kriegen ab 3.12. das erste Mal eine Lage, wo wir tatsächlich als Parlamentarier in der Lage sind, diese Bundesregierung auch zu kontrollieren. Und ich finde, es gibt offene Fragen, die wir dann auch miteinander beantworten müssen, die Bundesregierung und wir als Parlament. Eine entscheidende Frage ist für mich, wie schaffen wir es, dass hochflexible Gaskraftwerke am Netz sind und alte Kohlemöhren vom Netz. Denn wir können nicht wollen, dass dieser Zustand augenblicklich besteht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, Sie unterstellen wieder, dass man das nicht will. Aber ich glaube, dieser Fakt ist so nicht zutreffend. Liebe Kolleginnen und Kollegen, und dann werden wir auch darüber reden müssen, wie wir beispielsweise die ganzen anderen Sektoren, bislang haben wir nur über Umwelt und Wirtschaft geredet. Ich glaube, in diese Debatte gehört auch, dass es ein ganzheitliches Thema ist, dass wir es auch unter Mobilitätsgesichtspunkten, unter landwirtschaftspolitischen Gesichtspunkten behandeln. Auch das gehört in die Debatte, liebe Kolleginnen und Kollegen. Großen Strich runter, weil man ja nicht mehr als 5 Minuten hat. Ich glaube, dass wir alle gut beraten sind, ein bisschen mehr auch Sachlichkeit und Zuhören dem anderen gegenüberzubringen. Das Thema ist viel zu groß, als dass wir uns da zerlegen sollten. Denn die Lösungen müssen über Jahre, Jahrzehnte halten. Und ich finde, ab 3.12. sollten wir das gemeinsam konstruktiv tun. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Das sagt Matthias Mirsch für die SPD-Fraktion. Ja, also in 3 Wochen, da soll er fertig sein, der nationale Klimaplan 2020 der Bundesregierung. Nämlich eben an diesem 3. Dezember will Bundesumweltministerin Barbara Hendricks ihm vom Bundeskabinett beschließen lassen. Zur Zukunft der Kohlekraftwerke gibt es bislang in diesem Entwurf noch keine Festlegung. Es sind ja aber noch 3 Wochen bis dahin. Das war die Aktuelle Stunde. Beantragt von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen heute hier zu Klimaschutzzielen und zur Zukunft der Kohlekraftwerke.